Mutmachgeschichten. Teil 3. Du schaffst das schon. Die Geschichte heißt Aufstand der Knorpse. Geschafft! Jonas und Marie klettern die letzten Sprossen zum Holzhäuschen hinauf. Das ist das Tollste am ganzen Spielplatz. Von hier oben können sie sogar bis in den Garten von Frau Berger sehen. Die hat seit letzter Woche einen Hund. Einen dicken, schwarzen, unheimlichen Hund. Der steht jetzt einmal am Gartentor und bellt aufgeregt den Leuten hinterher. Jonas und Marie machen es sich im Holzhäuschen richtig gemütlich. Mama gibt ihnen eine Decke hinauf. Dazu den Plastikdrachen und den mutigen Ritter, der immer die Prinzessin vor dem Drachen rettet. »Ich fress dich auf«, sagt der Drache zu der Prinzessin. »Wenn du die Prinzessin holst, hau ich dir eins auf die Nase. Verschwinde«, schreit der Ritter den Drachen an. Marie klatscht begeistert in ihre kleinen Hände. »Besser ihr verschwindet selbst«, sagt ein Junge, der plötzlich neben Jonas und Marie steht. »Wisst ihr denn nicht, dass das Holzhaus der Lieblingsplatz von dem schwarzen Hund ist? Der wird gleich kommen und euch beißen.« Voller Angst klettern Jonas und Marie die Sprossen hinunter, laufen zu Mama und erzählen ihr alles. Mama schüttelt den Kopf. »Da hat der Junge aber einen schönen Quatsch erzählt«, sagt sie. »Ich glaube, der wollte bloß das ganze Haus für sich haben.« »Geht ruhig wieder rauf und spielt weiter. Ihr wart zuerst da.« »Komm lieber mit«, bittet Jonas. »Ja, Mama, komm«, weint Marie. Aber Mama sagt, »das könnt ihr schon ganz allein. Ich schau euch nach.« Der Junge grinst, als Jonas und Marie wieder ankommen. »Gleich beißt euch der schwarze Hund«, ruft er. »Du erzählst nur Quatsch«, sagt Jonas mutig. »Nur Watsch«, wiederholt Marie und nickt. Der Junge zieht die Augenbrauen hoch. »Aufstand der Knorpse, was?« brummt er. »Selber Knorps«, sagt Jonas. »Und jetzt lass uns in Ruhe.« Ärgerlich klettert der große Junge vom Häuschen runter und trottet davon. Jetzt wird Marie auch ganz mutig. »Selber Knorps«, schreit sie dem Jungen hinterher und stemmt wütend ihre Arme in die Seite. Jonas stellt sich neben Marie und fühlt sich fast wie ein mutiger Ritter. Denn Ritter haben keine Angst. Nicht vor Drachen und nicht vor Hunden. Und vor größeren Jungen schon gar nicht.